So, da bin ich wieder bei einem neuen Versuch mit der Flötennase. Ich hoffe, dass es heute ein bisschen besser läuft als beim letzten Mal. Das muss klappen. Aber ich bin auch ein bisschen optimistisch. Ein bisschen. Ich war schon mal optimistischer. Aber das wird schon. Ich kann so kurz vorm Ziel einfach nicht aufgeben. Das geht nicht. Dazu habe ich zu lange gekämpft. Auch das geht deutlich besser, aber ich mache weiter. Wenn ich beim Rest jetzt sehr gut bin, dann könnte ich es noch schaffen. Oh Gott, das wird richtig schlecht. Das war auch wieder sehr, 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 sehr schlecht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das sieht aus, als würde ich in meine alte Form zurückkommen. Und jetzt bin ich noch ein bisschen motivierter und jetzt muss der Rest einfach viel, viel besser klappen als die letzten Male.
1360, ich freue mich gerade so. Ich habe das den ganzen Tag jetzt schon probiert und es wollte einfach nicht klappen. Ich war immer richtig schlecht und jetzt auf einmal klappt's. Also manchmal muss man einfach dranbleiben. Ich glaube, das kann man nicht nur hier für Flötennase, sondern auch für alles andere irgendwie nehmen. Und ich muss sagen, ich war sogar voll abgelenkt, weil gerade so bei der Hälfte des letzten Durchgangs die Kirche bei mir gegenüber gerade voll angefangen hat zu läuten, also die Glocken. Und mich haben die gerade ein bisschen versucht aus dem Takt zu bringen. Es hat aber nicht geklappt. Vielleicht habe ich mich gerade deswegen ein bisschen mehr konzentriert. Ich glaube, auf der Aufnahme hört man die aber nicht. Ist aber auch letztendlich scheißegal. Da stehen 34.360 Punkte. Und Matze hatte 34.100 und ich glaube 75 Punkte. Das heißt, die Krone gehört wieder mir. Ja, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich richtig gut an. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber Matze, du bist an der Reihe. Bis zum nächsten Mal.